Also ich glaube, wir sind da. Glaubst du das? Glaube ich. Was machen wir? Warum gucke ich das in dem Spiel immer nach? Da steht eh nie was. Ah, genau. Kamishiro, Hauptquartier in Eden. Das klingt nach einer Menge Text. Meinst du? Ja. Bin ich mir fast sicher, das klingt wie Story Mission. Nun ist das Event. Sind wir problemlos reingekommen? In das Event sind wir problemlos reingekommen. Trotzdem. Nicht gut für die Nerven, das alles hier. Hey Arata, bist du nervös? Sonderlich mutig bist du aber nicht, Arata. Du bist aber... Klappe. Nenn doch nicht meinen echten Namen. Wegen dir fliegen wir noch auf, Gamiato. Wie leichtsinnig. Bin mir sicher, dass wir eher da auffliegen, wenn jemand Gamayato sagt. Ich glaube, unser Name ist selten. Hoppla, tut mir leid. Wenn Sie unsere Verkleidung durchschauen, ist alles vorbei. Lass uns vorsichtig sein. Da sind sie ja. Unsere Besucher für das heutige Event. Event. Ach Ich ja. danke Ihnen allen für Ihre Geduld. Hier ist der Eingang zum Vorschaubereich des Updates. Bitte folgen Sie mir. Puh, der hat mich vielleicht erschreckt. Das muss nicht nochmal sein. Das Event ist da drüben, gehen wir. Mensch, seh dir das an. Das ist in der Tat ein großes Update. Hallo, hallo. Hi. Aber zum Anschauen haben wir keine Zeit. Zeit für den Plan. Aber zuerst kommst du dir in dieser Aufmachung nicht komisch vor? Ich habe ein bisschen mit der Tarnkappe gespielt, die du schon benutzt hast. Hab ich. So erkennen wir uns gegenseitig. Nur keine Sorge, für alle anderen sehen wir anders aus. Also dann. Bist du bereit zuzuschlagen? Ach nein, nicht schon wieder. Hast du das auch gerade gesehen? Puh, gut zu wissen. Dann bin ich wohl doch nicht ganz richtig. Dann bin ich wohl doch noch ganz richtig im Kopf. Zu viel doch noch, doch, doch. War gut. Aber was war das denn dann? Digitale Störungen oder so etwas? Könnte das mit dem Eden-Syndrom zu tun haben? Darüber haben wir jetzt keine Zeit nachzudenken. Weiter mit dem Plan. Du musst ein Terminal finden und einen Verbindungssprung ausführen. Kontaktiere mich von der Datenbank aus. Keine Sorge, ich mache ein wenig Radau, um die Angestellten abzulenken. Vielleicht hätten wir es doch lassen sollen. Irgendwas mit weniger Text. Wow, das ist ja unglaublich. Abgefahren, sieht fast aus wie wie die echte Welt. Ja, vielleicht schon. Total abgefahren, echt mal. Junger Mann, ich muss Sie bitten, leise zu sein. Los jetzt. Heute muss ich die Farben putzen, sowas Ödes. Soll ich mich beschweren? Sag das nicht. Sie kümmert sich immer um euch. Na los, du schaffst das. Meint er die Farm?
keine Ahnung. Gibt es echt Menschenessen, das aussieht wie Wolken? Das will ich anfassen. Das ist sicher Zuckerwatte. Sie sieht aus wie eine Wolke und süß ist sie. Ich bin verliebt in Zuckerwatte. Und klebrig. Die Rebels werden immer mehr. Rebels. Imbiss Rebell. Aber sie haben keine Chance gegen Hacker. Ja, die Farm kümmert sich gut um die Digimon. Das ist eine nette Farm. Ich finde es verwirrend, dass er einen Verbindungssprung macht, wo wir doch eigentlich schon in der digitalen Welt sind. Hier gibt es Vögelchen. Ich habe Freundschaft gefunden. Kann man ja mal verlieren. Entschuldigung. Gesundheit. Danke. Ausloggen, ja. Ich kann keine Ureinladung verschicken. Ich sollte mich bei Arata melden. Hey, du bist ja gut reingekommen. Schick mir jetzt die Einladung. Wie, du kannst sie nicht senden. Sie wird blockiert. Dämliche Kamishiro-Datenbank. Okay, ich versuche etwas von dieser Seite aus. Hi! Hi. Hallo. Kümmere du dich derweil um das Sicherheitssystem, damit wir uns bei Kyoko melden können. Oh nein, bitte nicht bei Kyoko melden. Hallo Lorian. Hallo Lorian. Ich habe jetzt mein Armband verzwirbelt. Hey, nur Mut. Kein Grund, nervös zu sein. Bis später. Also weiter. Die Sicherheitssysteme müssen hier irgendwo sein. Naja, ich hatte es nach dem Schwefelwasserstoff nochmal aufgemacht, sonst hätte ich nicht gewusst, dass da Schwefelwasserstoff drin ist. Hey, ich bin mit den anderen hier noch nicht warm geworden. Vorschläge? Du solltest nicht warten. Sprich sie doch mal an. Ihr versteht euch sicher. Ich hatte aus einem von den anderen Gläsern ein kleine Menge Algen reingetan, weil ich gedacht hatte, vielleicht helfen die Algen gegen die anoxischen Bakterien, dass sich das ein bisschen ausgleicht. Aber die Algen sind innerhalb von 3 oder 4 Tagen komplett abgestorben. Ich kann mir aber vorstellen, dass die Eier vielleicht damit reingekommen sind. Aber dass die geschlüpft sind, ist trotzdem spannend. Ein neuer Spielplatz, das klingt spannend. Power Metal. Wow. Das war Power. Absolut. Ah.
Alles dumm. Egal wie ich austausche, alles dumm. Das ist nicht sehr effektiv gegen die. Ja, deswegen. Schaue ich gerade. Problem ist, dass man vielleicht doch ein bisschen hätte trainieren sollen, so levelmäßig. Black wäre Garuru, man macht das schon. Das ist doch eigentlich auch. Ja, das sieht auch besser aus. Man muss auch die richtige Attacke nehmen, dann passt das schon. Du hast nicht die richtige Attacke. Bei den richtigen Kampfgeist. Ja. Das macht witzige Uhrengeräusche. Oder das gruselig finden, wenn eine Uhr. Warum? Wenn man es schon immer gewohnt wäre. Aber das ist man nicht. Und das ist wahr. Spiralschwert. Er macht auch verschiedene Geräusche für verschiedene Uhrzeiten. USB mit großem Volumen. Was ist das? Keine Ahnung. Wusste ich bestimmt mal, aber guck nach. Haha, hab ich dich. Ich wollte die Sicherheitssysteme gerade knacken, als sie sowieso ausgefallen sind. Du hast nicht zufällig etwas gemacht. Aha, das Digimon, das du besiegt hast, muss als Sicherheitssystem fungiert haben. Digimon kann man von außen nicht beseitigen und eigentlich auch sonst nicht. Nur gut, dass du vorausgegangen bist. So, richten wir lieber eine Verbindung zu Kyoko ein. Moment, Gameato, mach das nicht. Trotzdem ist es eine missliche Lage hier. Wenn Kameshiro Digimon als Sicherheitssystem nutzt, setzt die Firma sie vielleicht auch für alles mögliche andere ein. Gehört das vielleicht alles zum Plan dieses unsympathischen Suedo? Hey, ich bin durchgekommen. Versuch mal Kyoko zu kontaktieren, Gameato. Nein! Niemand will das. Ich be... erwartet. Hört mich? Könnt ihr mich hören? Wir haben es geschafft. Wir hören dich, Kyoko. Ah, gute Arbeit. Und jetzt der Passcode. Ja, hoffen wir mal, dass die Kleine ihre Aufgabe erledigt. Mach dir keine Gedanken. Sie wird das ganz gut machen. Sie ist noch unbedarft, aber sie ist verzweifelt. Verzweifelte Grünschnäbel sind furchterregend und zuverlässig. Ja, da hast du wohl recht. Ich frage sie nach dem Passcode. Gut, wir machen es auf zum Geheimraum. Geheimraum. Den Passcode wird sie uns besorgen, ja. Nur noch ein bisschen, ein kleines bisschen. Kriegt doch viel zu viele Nachrichten. Der Verkorkste ist nicht da. Nur die Vertretung. Was hast du angestellt? Wie schön, dass du Verkorkster gesagt hast. Ich hatte der Verwahrloste gelesen. Stimmt, da steht er gar nicht. Der Verkehrsnutze.
Ja, Das ist ist auch verkorkst. und verwahrlost. Das ist ein dummes Wort. In Ah. meiner Freizeit wandere ich durch die Stadt. Ich habe gerade nicht viel Zeit. Das Das sind keine Antworten auf Ihre Frage. ich habe dir Kekse geschickt. Das steht da jetzt wirklich, oder? Ja. Dürfte ich ein paar dürfte ein paar Wochen dauern, bis sie da sind. I. Was sind das für Kekse? Steine? Wirklich toll. Hast du vergessen, was ich mag? Das ist nicht gut. Was eine fiese Antwort. Ich wollte keine Kekse, ich wollte Törtchen. Oder so, keine Ahnung. Äpfel. Äpfel? Ja, er möchte bestimmt Äpfel. Meinst du, er ist Konrad? Kuchen. Ja, so ein paar Wochen alter Kuchen ist auch lecker. Sei denn, der ist gut eingeschweißt. Weil du gestern die ganze Zeit gesagt hast, es stört dich, dass du die Kamera nicht bewegen kannst. Mir fällt gerade auf, in diesem Spiel kann man die Kamera auch nicht bewegen. Das ist wahr, aber du kannst die Kamera weiter rauszoomen und dann hast du einen Überblick. Das ist Und du wahr. läufst hier nicht so viel. Was ist? Wie, wir kommen nicht weiter. Na, was glaubst du wohl, warum ich dabei bin? Neulinge wie du sehen es vielleicht nicht, aber wenn man strapazierte Punkte im Sicherheitsnetz findet, ich lese nur noch Blödsinn ein. Sie benutzt aber auch schwere Wörter. Ah, bitte sehr. Kann heute nichts. Jetzt kommen wir über das Sicherheitssystem selbst hinein. Los, gehen wir. Mein Problem ist, glaube ich, dass ich im Moment alles wie Arceus bedienen will. Das könnte auch mit reinspielen. Das ärgert mich immer noch mit dem Scorpion King. Das würde feststecken. Hindert dich keiner daran, das Spiel irgendwann fertig zu machen. Vielleicht kann man in einer Lösung nachgucken, wo dein Gegner steckt. Ich weiß nicht, wo der Gegner steckt. Ich komme nur nicht an den Gegner ran. Oder wie man rankommt. Das war ein langer, langer Satz. Törtchen mit viel Butter, damit es richtig ranzt. Das klingt lecker. Freischaltcode, rotes Muster, okay. Für alle, die dann nicht von alleine drauf gekommen wären, wenn da hinten schon so ein rotes Muster ist. Oh, mir fällt gerade ein, ich wollte noch nachgucken, was ein USB mit großem, Volumen. genau, Volumen. Schlaue Karotte. Wäre schön, wenn das in echt auch so funktionieren würde. Mehr Items von Gegnern. Aha. Zerstörung. Eins von den Gargomon ist weg. Zwei von den Gargomon sind weg. Yay, sie sind alle weg.
Und die Viecher heißt doch Gargomon, oder? Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube schon. Ein Klacks. Tippt da wieder Welt rum. Ja. Und damit er da einen Steg hinmachen kann. Weil man ja nicht da hätte drüber springen können. Immerhin macht er das da. Muss nicht alles alleine machen. Erfahrung ist wichtig für einen guten Detektiv. Willst du Verkehrslotse sein? Das gibt überhaupt keinen Sinn. Willst du ein Verkorkster sein? Tati, denk doch mal darüber nach. Mensch, ich bin zwar nicht oft da, aber ich weiß doch, was du magst. Alte, ranzige Kekse. Ich bin erstaunt, ihre Antwort passt zu meiner Antwort. Jeder mag doch alte, ranzige Kekse. Die schon ein paar Wochen alt sind. Vielleicht. Es ist noch so ein Überbleibsel aus den späten 90ern. Kommt immer drauf an, wenn die Kekse noch einigermaßen knusprig sind. Vielleicht. Und du hast recht, die Doppelkekse sind grenzwertig. Hast du denn davon gegessen? Ja. Ich war vorhin sehr hungrig. Aber der Keks hat mich weder satt noch glücklich gemacht. Ich frage mich, warum Arata das nicht auch einfach hätte hacken können. Hätte er bestimmt, aber dann hättest du ja nichts mehr zu tun gehabt. Ich halte ihm die Digimon vom Hals. Er hat doch selbst ein Digimon. Ja, aber er kann doch nicht beides gleichzeitig machen. Das ist wahr. Obwohl, vielleicht doch. Weiß man's? 2 TP-Kapsel C. 2 SP-Kapsel B. Könnte hier eventuell ein Endbosskampf anstehen. Vielleicht. Speichern. Da macht er mir keinen Weg hin. Oh, ein Stingmon! Ich mag Stingmon. Lady Devimon haut rein. Ich hasse diese runden Labyrinthe. Ich auch. Ich
3 Perlen. Also 3-mal Perle. Ja, 3 Pokémon-Spiele gefunden. Aber nicht so gute. Nein. Aber deswegen waren es wahrscheinlich auch 3. Schaltcode. Blaues Muster links, okay. Grünes Muster rechts, okay. Merkt euch das. Ich werde das vergessen. Ich habe es vergessen. Ich mag auch Gaugamon. Starmon dagegen nicht unbedingt. Irgendwas mit Blau und Grün. Ich glaube, Blau links und Grün rechts. Kämpferpatsch. Rugamon sieht immer ein bisschen aus, als wollte es gleich losfliegen und dann vergisst es das wieder. Sind so im Anlauf drinnen, dass wir vergessen loszuspringen. Ja, schon. Aber ich mag Aratamon. Mhm. Ja, blau links, grün rechts. Guess Limitierungschip C. Chips. Chips limitieren auch Gesundheit, ja. Ein Klacks. Das hatten wir doch schon. Da baut er wieder eine Brücke. Ja, und mir ist aufgefallen, wir haben da unten die Truhe vergessen. Ah nein, da können wir jetzt erst hin. Okay. Dann haben wir sie nicht vergessen. Dann kamen wir nur noch nicht hin. Das kommt rechts hin. Green. Green. Verdammt, ich habe den Namen von diesen komischen australischen Vögeln vergessen. Green. Irgendwas mit Krähen. Und starren. Starrende Krähen. Waren Krähen, die sich nicht entscheiden konnten, ob sie Krähen oder Stare sind. Krähen. Krähen. Das ist schön. お疲れさん。
Ja. Starrende Krähen ist auch schön. Sollte man auch haben. Könntet ihr aufhören, mir die ganze Zeit Nachrichten zu schicken? Ich will keine Nachrichten. Hey, erzähl mir was über deine Freunde. Sie sind cool. Nokia und Arata kenne ich online. Ryota und Sakura aus der Schule. Die gibt es überall. Ja, aber nur in Ich glaube, das sind nicht nur Krähen, die scheißen. Aber nur in Australien können sie dich damit auch töten. In Australien kann dich alles töten. Oh. Wieso haben sie auf einmal Sprachausgabe gefunden? Er hat seine Stimme wieder gefunden. Oh. Weil in Australien alles giftig ist oder aggressiv. Ja. Oder ein Känguru. Kängurus brauchen keine Gründe. Vor allem Arata. Obwohl wir sind gerade online. Ja. Schlinge! Angriff hoch, Intelligenz runter. Bei einem von den Verschlingerkämpfen hatte ich es mal. Ich weiß aber nicht, ob im ersten oder im zweiten Teil, dass dieses 1% sofort tot eingesetzt hat. Mhm. Und von dir. Naja, von mir. Und auch nicht abgeblockt wurde. Das war schon cool. Oh. Es kann sich heilen. Ich hasse es, wenn sie sich heilen. Hör auf, dich zu heilen. Heilen ist sein Lebenssinn. Oh, es könnte eine Weile dauern. Ja. Kängurus bei Männern. Männliche Kängurus. Stimmt, wie ist denn das bei den Männern? Wie ist das so mit den Kängurus, hä? Ich kenne mich da nicht aus. Ich bin kein Mann. Das ergibt mehr Sinn als Kängurus. Das ist wahr. Aber ich hätte es witzig gefunden, wenn Männer irgendwie Kängurus. Geistiger Zusammenbruch. Ja, das sieht man. Dorugamon ist geistig zusammengebrochen. Gute Nacht, Lorian. Gute Nacht, Lorian. Ich finde Reißnetz einen interessanten Attackennamen. Absolut. Irgendwas. Virigarurumon. Virigarurumon hat ein höheres Level. Virigarurumon ist gelähmt. Schwache Leistung, Virigarurumon. Hi! Na, wie geht's? Danke, Sol.
Uns geht es auch gut soweit. Ja. Taku, Jordan Kitsuise. Koizmo Kamishiro no Security Tenja Nedarona. Security. Matasetana. Yuko Kunga Passcode Teni de Kretazo. Oh, ja, de Kretana. Ima, Tensosu. Ja. Das ist ein super geiles Passwort. Das klingt nach einem Passwort, was sie benutzen würde. Itaka? Kimitsu no heya e no passcode da. Konna no ga? Kono passu o hacking de wari dasu no wa toutei fukano datta daro? Kanojo no seikaku o shiri nuite ireba, arui wa suisoku dekita kamo shirenai na. Rie-chan. Moe moe. Rie-chan, moe moe da. Passcode wa mainichi kawaru to itta daro. Sono passcode wa mada matomo na hou da. Chinami ni kinou no passcode wa ya yahari fusete oko. Oh. Dieses Vibe. さ、先へと進んでくれ。彼女の頑張りに報いるためにも必ず潜入を成功させてくれ。 気になる。 Ja, ich bin auch neugierig. これで大丈夫なはず。 Der Sessel leuchtet. これは。よし、どうやらここみたいだな。秘密の部屋か。どんな秘密が隠されてんのか楽しみだね。しかし、このパスコードにしたって岸辺ってのはどんな女なんだ。Das willst du gar nicht wissen. Nein, sie ist noch viel schlimmer. Nokia will da noch hinkommen. Ja. とりあえず Yasagashi-sase-te-morau-ze. Ja. Mir ist vorher nie aufgefallen, dass sie da Bilder von sich hängen hat. Mhm. Schau du dort drüben. Ich speichere mal. Ich glaube zwar, dass wir den gefährlichen Kampf gerade geschafft haben, aber ich speichere mal. Sicher ist sicher. Ich dachte, du wolltest woanders schauen. Nein, er läuft hinter dir her. Oh? なんでこのもんが入ってるんだ。いつもで握ってんだよ。wenn die beißen würde. Ist dir das peinlich, Arata? Eigentlich müsste man sich jetzt umdrehen und sie ihm so vors Gesicht halten. Das ist richtig kindisch. Ja. なんだよ今度は。リエのキュンキュン日記? どれどれ? Da willst du dich reingucken. なんか暗号化されてるみたいだな。まさか、これが極秘情報のライブラリだってのか?二人とも大丈夫か?何かあったのかよ、京子さん。アップデート体験会で騒ぎが起きているようだ。騒ぎ?何だってんだ?体験会の会場だったな。
Oh. Oh. Das sind ganz schön viele. Mhm. Eine Basisform und eine erste Stufe. Zwei erste Stufen. Zwei. Kamishiro wa genzai Eden no Service wo kinkyū. Ich habe heute schon meine ganze Mathematik aufgebraucht. Geinin wa hakka niyoru fusei na access de aru to announce shiteiru yō da. Aa, hai hai. Inpei suru ki manman tte wake da. Kedo konna hito ga ooi basho ni ano bakemon ga araware chimatta ra tada ja sumanei zo. Warum lasst ihr alle das Eden-Syndrom kriegen? Ja, genau. Genau das. エデン症候群の患者も出ているはずです。どうして隠すの？もう、ニューコちゃんたら、そんな怖い顔しちゃいや。お姉さん、舌が震えて上手に喋れなくなっちゃう。ふざけないでください。私は兄がお世話になっているから。だから今まで。 そうよね。てそどん。うん。ご両親のいないゆうこちゃん。かっこ未成年。があんな状態のお兄さんを世話していくには。私の言うことを聞いて。私の秘密はないしょにして。私と仲良くする方が得策よね。 Ich meine, ihr erster Auftritt ist, dass sie sich an irgendeinen Wachmann ranmacht. Das sagt eigentlich schon alles. Ja, das trifft es sehr gut. Man sieht sie und sie nervt einen. Das ist diese Figur, dieser Charakter. Yep. Der Charakter der Figur. Ich hätte meine Mutter, als sie den Pudding für meine Oma gekocht hat, auch einen für uns machen können. Hat sie nur einen Pudding gekocht? Ja. Und meine Oma wird den ganz alleine essen. Nachdem sie sich beschwert hat, dass zwei Stücke Kuchen zu viel sind. Obwohl das kein Jumpsuit ist. Das ist ein Business-Kostüm. Ein sehr seltsam geschnittenes. Mit einem viel zu kurzen Rock. リエさん、答えてください。デモンズのハッカーを利用して、一体何をするつもりなんですか？あら、正面からの質問に切り替えたのね。その戦法、すんごく効果的よ。Eigentlich hätte sie den Rock auch weglassen können. Eigentlich hätte man sie weglassen können. Perfekt. Ja. Aber eine kurze Hose würde nicht zu ihr passen, weil dann würden die Männer nicht ihr Höschen sehen, wenn sie sich bückt. Yep. Als wenn irgendein Mann darauf reinfallen würde, mal ganz ehrlich.
Vielleicht vom Aussehen her und dann macht sie den Mund auf und dann wird doch jedermann sich umdrehen und gehen. Ja. Zur Entschuldigung, verwählen. Gott. Boah, mal Respekt an die Sprecherin. Ja. Wenn die nicht wirklich so eine Stimme hat, muss sie sich echt anstrengen. Nein, ich glaube, ihre Stimme ist eher, wenn sie diese ernsten Momente hat, wo ein bisschen rauskommt, dass sie der Böse ist, weil es ja nicht mit dieser überzogenen Stimme auffällt, dass sie der Böse ist. Mhm. Oh nein. Der nächste. Warum mag ich das Spiel eigentlich, wenn mir die meisten Charaktere unsympathisch sind? Ich weiß es nicht, aber wenn ich mich zwischen ihr und ihm entscheiden muss, dann habe ich lieber mit ihm zu tun. Das ist wahr. Er ist nur ein bisschen wissenschaftlich. Er ist ein bisschen neben jeder Spur. Und irgendjemand hat seinen Mund umgedreht, angeklebt. Ja. Ja, ja, aber deswegen passen die beiden so gut zusammen. Ja, die könnten doch miteinander ausgehen. Er ist wahrscheinlich auch der einzige Mann in ganz Tokio, der auf sie reinfällt. Ja, aber auch nur, weil er keine Erfahrung hat. こっち見たよな、あのおっさん。俺たちのこと気づいてるって合図しやがったんだぜ。その上で手出しするつもりはねえってさ。もう訳わかんねえ。敵なのか味方なのかどっちだよ。情報はもう手に入ったんだったな。ああ、どうやらこの リエの緊急日記ってやつが極秘情報のライブラリになっているらしい。コピーはもうバッチリ取ってやる。解読はそっちに戻ってからゆっくりやればいいさ。上出来だ。ならばすぐにそこを脱出したまえ。混乱が生じている今なら堂々と正面玄関。Oh, Fotobucket hat mir heute nach Monaten mal wieder eine E-Mail geschickt, dass ich meinen Account doch überprüfen soll, weil er sonst gelöscht wird. Fotobucket gibt es noch? Ja, offensichtlich. Oh. Ich hatte es irgendwann nicht mehr benutzt, als sie sich so komplett zu einem Bezahldienst entwickelt hatten. Ja. Stimmt. Ich müsste irgendwann mal gucken. Die Bilder von meiner Corbin-Forschung, da steht überall Fotobucket fett drüber. Stimmt. Ich weiß nicht, ob sie mir auch mal eine E-Mail geschickt haben. Keine Ahnung, die haben mir im Verlauf des letzten Jahres häufiger eine geschickt und dann eine ganze Zeit lang gar nicht mehr. Deswegen dachte ich, okay, es ist die Sache jetzt gelaufen und dann kam heute wieder eine. エデン症候群になったのもハッカーのせいだとマスコミが騒いでいるみたいですね。くそ、ふざけんなよな。自分たちに都合の悪いことは全部ハッカーのせいかよ。一般市民からすればハッカーは悪魔でアウトロー、スケープゴートにはもってこいなのだろう。日頃の行いにたたられたといったところだな。おっと、 これはさすがに失言だったか。まあしかしこの騒ぎのおかげで君たちの潜入がうまくいったと言えなくもない。けどスウェードは俺たちに気づいてたのにわざと見逃したんだ。理由はわからねえけどな。 Ja, das habe ich gelesen. そうか。ひょっとするとその理由はこの中にあるかもしれないぞ。それは俺たちが秘密の部屋から入手してきた リエのキュンキュン日記。予想通り、
神代の極秘情報をまとめたライブラリになっていたよ。コードの暗号化が施されていたが、先ほどようやく解読できた。で、中には何が？パラダイスロスト計画。パラダイスロスト計画？そうだ。聞いたことはあるかな？それはそうだろう。 この 私でさえ初耳だった。え、しゃべ、カイナアーノン。その大規模な計画を実行するため。え、スフリヒョット、ダンボット。ステッサハフ、ノダネーブン、ワイマン、ディヒ、ジャンファ、アウスシュリーツン、カン。神代が意図的に起こしてるってことか。いや、意図的というのは、若干語弊がありそうだな。神代の狙いは、パラダイスロスト計画の達成。 デジタルシステム、今回のエデン大型アップデートもその計画の一部のようだな。それでパラダイスロスト計画というのは一体？残念ながら資料にはその内容までは書かれていなかった。しかし資料に記載されていた 主任責任者の名前が実に興味深くてね。主任責任者？一体誰なんだ？もったいつけないで教えろよ。スエドー・アケミだよ。なんだって？あのおっさんが？それともう一つ、面白い情報が含まれていた。初めてエデン症候群になった患者についてだよ。今から8年前、 電脳空間エデンをオープンするにあたり、クローズドベータテストが実施されたそうだ。そのテスト中に予期せぬエラーが発生し、とある事故が起きた。事故に巻き込まれた人間のうち一人の意識が回復せず、それが初のエデン症候群。最初の被害者か。そいつはなんてやつなんだ。それは今後の調査の課題の一つだな。 信じられねえな。8年前からエデン症候群の被害者が出てるってのに、ずっと情報を隠してエデンを運営し続けているわけだろう。些細なことでやめるわけにはいかなかったのだろうな。大企業の恐ろしさといったところだろう。だからこそこの情報は有益だ。又吉刑事と共有しておくことにするよ。虎穴に入らずんば孤児を得ず、 君たちは非常に重要な孤児を得てきたようだ。あの父の神代悟に関する情報は何も見つからなかったんでしょうか。ああ、少なくとも持ち帰ってきたデータの中にはなかったようだ。あの部屋にだってそれらしいものはなかったぜ。他にあったものって言ったら、 ド派手な下着くらいのもんで。それなはるてぱ。いや、あんまよんがすつかんつ、トラウマティゼイヤ。そうでしたか。力になれなくて悪い。協力してくれてありがとな。失礼します。おい、ちょっと待てよ。もう協力はできないかもしれません。うん、思うところあり と言った様子だな。おい、おたけ、追いかけてちょっと話してこいよ。Gesundheit. Danke, Entschuldigung. 聞いてただろ。あいつ、エデン症候群の兄貴がいて、そのことで脅されたり、口止めされたりして、そんでもって親父さんの夢でもあったエデンまで、あの岸辺って女に乗っ取られそうになってる。 お前だってそんな体なんだ。無関係じゃねえ。俺は励ますとか慰めるとか柄じゃねえけど、オタクはそういうのを向いてんだろ。行ってこいよ。少し見直したぞ少年。思っていたより仲間思いのようだな。京子さんに褒められても嬉しくねえよ。 そうか。では言葉ではなく行動で激励してやろう。コーヒーを新作で食べちゃうんだ。
Lehn es ab! Nimm die Beine in die Hand, Arata! Lauf, Junge! Solange du noch kannst! Das gehört beides nicht in Kaffee. Nee. Wie schön, dass ihr das genauso seht. あの、何ですか?まだ何か。ひょっとして心配して追いかけてきてくれたんですか?ありがとうございます。あ、一つ聞いてもいいですか?あなたは元の体に戻りたいですか? Nee, der hier ist dufte. そうですか。そうですよね。どうしてこんな当たり前のことを聞いているんでしょう。迷いは消えました。私も当たり前のことをしてみようと思います。それでは失礼します。 Ratas Todesschrei. Er ist nicht rechtzeitig weggelaufen. Nein. Jetzt ist er tot. Wir haben ihn noch gewarnt. Vorher sah er genau so aus. Ja. Nur, dass der Körper echt war und nicht nur, was digital. Auch immer das jetzt ist. Digital. Ein Hologramm. Ja. Oh, oh. Hatten wir jetzt im letzten Kapitel überhaupt keine Hauptstory und in diesem Kapitel nur Hauptstory? Okay, das ist dumm. Und irgendwie ist das Kapitel nicht vorbei. Nein. Die wollen einfach nur, dass du speicherst. Es ist irgendwie ein bisschen offset. Am Anfang war es noch so, dass dieses Speichern immer am Ende eines Kapitels war. Aber jetzt die Story ein bisschen an. Ja, aber man hätte das Format trotzdem behalten können. Das verwirrt mich. Ich will stark genug werden, um dir zu helfen. Also zeig mir die coolen Moves. Ein anfassbares Hologramm, ja. Coolen Moves. Also gut, zusammen sorgen wir dafür, dass du schön stark wirst. Und dann vergesse ich ihn weiter auf der Farm. Ich habe in letzter Zeit keine Fälle angenommen. Ich nehme lieber ein paar, bevor mich Kyoko dazu zwingt. Moves. Moves. Oh, freu dich. Wir haben nur Eigentumsfälle. Du sollst jetzt zwar keine Sorgen machen, aber was meinst du, wie es Nokia geht? Sucht sie nach Verbündeten. Korvlon. Gehen wir mal nach Korvlon. Würdest du ruhig genauer sagen können, wo in Korvlon? Move es. Move es. I like to move es, move es. Wie wäre es mit Grießbrei? Wir haben gerade gegessen. Ja. Und? Hat es dir etwa nicht geschmeckt? Doch, es war verdammt lecker. Was beim Pfannkuchen mit Gemüse. Das ist nicht unbedingt was, was sehr satt macht. Du gehörst zur Kino, stimmst. Ich habe einen Auftrag für dich. Ach, richtig, du bist der Kyberdetektiv. Ich schicke die Informationen zu dem Fall an dein Büro. Ich bin hierher gegangen, damit ich wieder zurückgehen kann. Weil ihr könnt mir das ja nicht einfach ins Gesicht sagen. Ich will auch Grießpudding. Ich hatte beim Einkaufen den Grießpudding angestarrt und dann habe ich gedacht, eigentlich kann man Grießpudding auch sehr schön selber machen. Und dann habe ich den Pudding wieder hingestellt. Und dann hat sie keinen Grießpudding gemacht. Aber eigentlich bin ich zu faul, um einen eigenen Grießpudding zu machen. Es war also sehr dumm, den Grießpudding wieder hinzustellen. Das macht mich traurig. Du kannst einen Espresso trinken, auch um die Uhrzeit noch. Wie gut du dann danach schläfst, das ist eine andere Frage. Ich mag nicht so gerne Zimt,
Aber das war, glaube ich, auch der von Landliebe, den ich in der Hand hatte. Ich mag Zimt sehr gerne. Ich will Akino helfen, aber ich bin machtlos. Du musst für mich einspringen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Sache mit dem Zimt auch so ein Nord-Süd-Ding ist. Keine Ahnung. Dass ihr im Norden Zimt allgemein nicht so gerne habt. Weil ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass meine Mutter auch nicht so gerne Zimt isst. Meine Schwester, glaube ich, schon. Aber ich weiß es nicht genau. Ich basiere diese Erfahrungen, aus der ich diese These ziehe, nur auf zwei Personen, die ich kenne. Deswegen weiß ich nicht, wie haltbar das ist mit einem größeren Sample. Aber ich kenne zumindest hier niemanden, der sagt, dass er Zimt nicht mag oder nicht so gerne mag. Das ist echt dumm. Faszinierend. Zimt hat nichts mit Weihnachten zu tun. Das ist Anis. Wenn ein bisschen Zimt drin ist, ist das okay, aber ich mag nicht so viel Zimt. Ich mag Zimt auch nicht immer. Hey! Hallo? Der Ah, mag nicht jetzt mit hab dir ich ihn. reden. Ach, du bist hergekommen. Das ist klasse. Ich bin neu bei den Rebels. Ich heiße Yasu. Ich sag dir gleich was zu dem Fall. Nur ein Sekündchen. Ich muss erst etwas checken. Im Grunde muss ich nur eins wissen. Bist du bei den Rebels? Was bist du? Was bist du nicht? Ja, ich bin auch verwirrt. Was meinst du denn? Das ist ziemlich vage. Akino hatte dich nicht erwähnt, aber mir scheint, dass du bei den Rebels mitmachen willst. Nein. Bitte pass auf Akino auf. Das ist deine Pflicht. Du hast sie verändert, nicht verängstigt. Verängstigt. Das ist das Mindeste, was du tun Ich glaube kannst. nicht, dass es irgendwas gibt, was sie verängstigt. Wenn du zulässt, dass sie in Gefahr gerät, das werde ich dir nie vergeben. Und nun ja, ich liebe sie, also. Was Liebe, was Lüge, was Leibe? Was? Was meinst du? Mir ist nicht zu helfen, ich liebe sie. Das ist keine Lüge, ich spüre es am eigenen Leibe. Bitte, mach dich nicht über mich lustig. Ich meine es ernst. Ich weiß nicht, was ich tun Ich mache soll. mich nicht über dich lustig, ich bemitleide dich für deinen schlechten Geschmack. Ja. Es kursieren Gerüchte, dass sie einige der Hacker. Hacker, die Akino eingeladen hat, etwas gegen sie haben. Ich kann nichts tun. Wenn etwas geschieht, möchte ich, dass du Akino schützt. Danke. Akino ist jetzt auf der ersten Ebene von Kowloon. Ja. Geh los und such sie. Er macht sich selber zum Depp. Da hast du vollkommen recht. Nachricht. Ich war höher. Nanimon, niemand mag sie. Ich hab. Nanimon ist nur witzig, wenn sie mit Joey in der alten Quelle sitzen. Das war so gut. Das war das einzig Gute an dieser dummen Neuauflage. Ja. Mann, ich muss dringend meine Fingernägel schneiden. Mann, sind hier mächtige Digimon unterwegs. Ja, aber so weit ist es noch nicht. Vielleicht nach der Session heute. Kriegst du schon hin? Ja, ich mochte Eismon. Und ich finde es gut, dass sie gesagt haben, dass sie einen neuen Digimon-Story-Teil bringen. Ich hoffe, da kriegt man einen Eismon. Ich bin so gespannt. Was? Ist das in Ordnung? Ich bitte dich, sie heimlich zu schützen. Wenn es sich um einen Notfall handelt, ist das was anderes. Aber ansonsten, pass aus der Entfernung auf sie auf.
sonst macht das ein echter Kerl. So macht das, Entschuldigung. Dann solltest aber er du... ist kein echter Kerl, deswegen sagt Nein. er sonst... Und wie, was macht er mit seiner Hand, die linke? Keine Ahnung. Das sieht nicht richtig aus. Junge, hast du keinen Daumen? Den Daumen hat er in der Hosentasche. Nein, wenn dann hat er ihn oben im Hosenbund, aber das gibt das T-Shirt auch nicht her. Das Nokia wieder. Das sieht komisch aus. Aber der ganze linke Arm, auch im Ellbogen, da ist so ein Riss drin. Das ist eine Falte. Das ist ein Riss, ich kann den Boden dadurch sehen. Das ist eine Falte in Blau. Die wird auch Blaufalte genannt. Ich verstehe. In Fachkreisen. Du willst dich bei den Rebels anschließen? Du wirst es tun, nicht wahr? Wenn du kein Interesse hättest, hättest du nicht so lange darüber geredet. Warum sollte ich mich so einer zwielichtigen Gruppe anschließen? Tu es für Eden, für die Digimon. Diese Probleme gehen nicht weg, egal ob ich das tue oder nicht. Und ich bin der Letzte, der etwas ändern kann. In der Schule hatte ich keine guten Noten. Ich habe keine Freundin, keinen Job. Für mich ist es unmöglich, etwas zu ändern. Ich frage mich, warum du keine guten Noten, keine Freundin und keinen Job hast. Das spielt keine Rolle. Eine Zeit wird kommen, wenn wir und die Digimon alle Hilfe brauchen, die wir kriegen können. Auch kleine Taten zählen. Und wenn du dich den Rebels anschließt, kriegst du bessere Noten. Was? Du wirst eine Freundin bekommen. Du wirst sogar einen Job finden. Was machst du, Noki? Ist es eine Hackergruppe oder eine Sekte? Eine Sekte. Wirklich? Ich bin mir eigentlich nicht sicher. Die Ergebnisse fallen bei jedem anders aus. Aber ich glaube an dich. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Es ist schon eine Weile her, dass jemand das zu mir gesagt hat. Wenn du das ernst meinst. Na schön, abgemacht. Ich mache bei den Rebels mit. Wirklich? Fantastisch! Danke! Vielleicht sucht er einen Nebenjob. Fantastisch, das ist super. Akino, du hast Talent fürs Anwerben. Weißt du das? Ja, so demnächst im Kino. Was? Ich glaube, dass irgendwas bei der Übersetzung schief gelaufen, oder? Ich verstehe das. Ich auch nicht. Er weiß nicht mehr, wie er sich nennt. Gameato versteht das auch nicht. Vielleicht ist doch nichts schief gelaufen. Vielleicht hat er das wirklich gesagt. Er ist ja ein bisschen durch. Mir fällt gerade auf, wie hübsch du eigentlich bist. Ist es in Ordnung, wenn ich mit der Anführerin ausgehe? Was? Das könnte ein Problem werden. Dieser Idiot nimmt sich was raus. Wie kann er Akino so dreist anwagern? Dem mache ich ein Ende. Ich werde ihn so verprügeln, dass ihm Hören und Sehen vergeht. Dein linker Arm fällt gleich am Ellbogen ab. Ich wäre vorsichtig. Was? Lass mich los, Gamiato. Dem zeig ich es. Das ist super. Ich werde allen davon erzählen. Sie müssen erfahren, wie ich eine heiße Schnitte kennengelernt habe. Ja, sie ist Nokia. Ah, nein, warte, nein! Was? Eine heiße Schnitte, was? Nokia, du hast es geschafft. Ja, anscheinend bin ich eine heiße Schnitte. Nein, das meinte ich nicht. Du hast ihn rekrutiert. Ach, das? Ja, das ist klasse. Freust du dich nicht mehr darüber, als heiße Schnitte bezeichnet zu... Echt mehr darüber, als heiße Schnitte bezeichnet zu werden? Aber natürlich hast du es geschafft. Hast du dich doch nicht daran gewöhnt, jetzt die Anführerin zu sein? Danke! Aber wir brauchen trotzdem mehr Mitglieder und... Und? Meine Führungsfähigkeiten könnten auch noch verbessert werden. Ich kann es immer noch nicht mit Yugo oder Fee aufnehmen. Sie sind zu stark. Verstehe. Wenn wir stärker wären... Nein, euch meine ich nicht. Ich habe Angst, dass ich nicht das Zeug dazu habe. Vielleicht
Nicht genug Training? Vielleicht nicht genug Training? Ja, das gilt auch für mich, um ehrlich zu sein. Du brauchst nur ein bisschen Motivation. Was? Wirklich? Motivation. Wie dem auch sei, wenn wir hier herumstehen, kommen wir auch nicht weiter. Genau, es wird Zeit, mehr Hacker zu rekrutieren. Los geht's! Ach. Wow, Akino, so tapfer, so mitfühlend. Sie ist ein Traum. Sie verschwindet gleich. Ich muss sie schützen. Okay, ist wohl auf dem Weg nach Kovlon. Wir sind in Kovlon! Tiefer in Kovlon. Ich hoffe, dass sie es in dem neuen Storyteil ein bisschen ausgeglichener machen. Ja. Nämlich, keine Ahnung, auf so tief in der Story, wenn man in das Gebiet zurückkommt, noch kleine Ausbildungs-Digimon findet. Die dürfen ruhig ein bisschen mitleveln. Ja, schon. Ich kann nicht springen. Nein. Wolltest du springen? Ja. Eigentlich ist es ein dummes Spiel, in dem man nicht springen und sich rollen kann. Und ich glaube, ich kann mir jetzt das Zelda nachher noch kaufen. Das habe ich heute Mittag nicht gemacht, weil das WLAN so instabil war, dass er 2 Stunden gebraucht hat, um Pokémon Silber runterzuladen. Okay. Warum ist dir schlecht? Überhaupt hier oben in Kovlon rumlaufen? Weiß ich nicht. Irgendwo wird es schon sein. Ja, es wäre vielleicht sinnvoll gewesen, erstmal die erste Ebene fertig zu machen, um zu gucken. Aber jetzt bist du hier. Das ist wahr. Ah, da ist sie auch. Quatsch, wieder jemanden an. Hey, willst du bei den Rebels mitmachen, um die Digimon zu schützen? Bitte. Ich verstehe ja deine Sorge um die Digimon, aber ich bezweifle wirklich, dass die Rebels etwas ändern werden. Nun ja, es kommt darauf an, wie sehr wir uns Mühe geben. Aber das Team gibt es doch erst seit kurzem, oder? Ihr könnt es nicht mit den Zaxons aufnehmen. Das mag sein, aber wir müssen das trotzdem versuchen. Ihr müsst es versuchen? Bist du dir sicher? Ja, denn wenn wir es nicht tun, wird sich die Lage der Digimon nicht verbessern, egal wie viel Zeit vergeht. Wow, Moment mal. Unbekannter Blockhacker. Er sieht nicht aus wie ein Block. Aber wie ein Blob. Du bist doch das Mädel, das versucht, Hacker zu rekrutieren, nicht wahr? Wer bist du? Hey, halt, Moment, ich will da nicht mit reingezogen werden. Wer ist jetzt wer? Ich bin durcheinander, obwohl der geht jetzt. Okay. Ach, aber warte, warte! Hey, wer bist du? Du lässt den Typen, den ich anwerben wollte, davon kommen. Mich kannst du nicht, mich kennst du nicht. Ich bin ein Außenseiter. Hackt auch Blöcke, ist das wie so ein Sträfling im Steinbruch. Ich bin ein Außenseiter hier. Was? Ein Außenseiter? Ich bin Alien. Ich werde von der Hackergemeinschaft gefürchtet, gehasst, verachtet und gemieden. Das klingt nicht nach was, worauf man stolz sein sollte. Ich bin ein legendärer, berüchtigter Hacker. Wie schön Nokia dasteht, so ja. Red mal weiter, du Idiot. Ich glaub dir kein Wort. Legendärer, berüchtigter Hacker. Sind legendär und berüchtigt nicht irgendwie sehr ähnlich? Was? Ach so, du bist die lächerliche Figur, die für die Auflockerung sorgen soll, richtig? Also, wenn du eine Position als Depp suchst, wir haben gerade keine freien Stellen. Wir haben eh schon zu viele Deppen. Was? Was hast du da gesagt? Haha. Oh je, das wird nicht gut ausgehen.
Ich hab vergessen, dass du ja immer noch hinterher bist. Sag das nochmal! Das reicht! Ich prügle dich windelweich! Selbsternannte Legende. Ich finde es auch schön, dass sie... Wer bist du? Ja, du kannst mich nicht kennen. Ich bin ein Außenseiter. Und dann damit kommt, ich bin so berühmt. Ich bin der berüchtigste aller Hacker. Ja, was denn, Junge? Entweder bist du unbekannt oder berüchtigt. Er kennt die Unterschiede nicht. Ach, du willst also gegen mich antreten? Du willst kämpfen? Ob das wohl ein Omen für die Zukunft sein soll? Genau, du verstehst es, Gabumon. Wenn das so ist, dann los! Akino ist in Gefahr. Kamihato! Was? Kamihato? Was? Wer zur Hölle bist du denn? Ihre Verstärkung? Was? Ich habe keine Zeit für sowas. Bringen wir das zu Ende. Harr. Wow! Der hat ein ziemlich dunkles Team. Das ist nur ein kleines bisschen Overkill. Nur ein bisschen. Hahaha. Ich werde mal Panyamon mit dazu holen. Oh. Ha 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 ha. Ich glaube, das ist wirklich ein Hacker. Ha ha. Ich glaube, das ist geskriptet. Ja. Das hat er gemacht, damit der andere Typ bei ihr landen kann. Hm. Kamiato legt sich immer sehr ins Zeug. Na komm, wie viele Runden muss ich das machen, bevor jemandem auffällt, dass der nicht fair spielt? Es hilft doch nichts, beide mal anzugreifen. Okay. Jetzt. Was? Wer ist dieser Typ? Er ist so stark. Er ist ein Cheater. Was wird das? Ich dachte, er hätte nur eine große Klappe, aber... Du hast verloren. Ja, das hat der Typ nicht so ganz verstanden, wie das funktioniert. Wir müssen Nokia helfen. Mit all unserer Stärke. Ach, Agumon, Gabumon, was ist mit euren Körpern passiert? Ich bin War Greymon. Ich bin Metall Garurumon. Weil wir Nokia helfen wollten. Sind wir digitiert. Digitiert? Los, Nokia, auf geht's. Wir werden unsere Stärke beweisen. Kamihato, bitte gib noch einmal dein Bestes. Deine Gesundheit und deine Werte sind jetzt wieder hergestellt. Nicht, dass ich viel davon verloren hätte. Ich konnte dem Typen keinen Schaden machen, aber er hat mir jetzt auch nicht sonderlich weh getan. Nein. Wir haben uns nicht gut abgesprochen. Das passiert. In den besten Familien. So. Das Black Metal Garurumon ist schon mal weg. Steunigungsschub. Ich hatte Reinigungsschub gelesen. Ja, reinigen sollte er sich auch mal. Sein Gold ist schon ganz schwarz angelaufen. Ich finde, Black War Greymon sieht so viel cooler aus. Ja, ich finde generell, die Schwarzen sehen viel cooler aus. Ja! Ich
mag auch den Charakter von Black Vogremon in Zero Two. Ja. Hip, hip. So viele Level up. Mhm. Ich bin wohl doch kein legendärer, berüchtigter Hacker. Verdammt! Ha 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 ha! Wir haben es geschafft! Okay, dein Lachen ist so tief. Dir will ich auch danken, Gameato. Aber warum bist du hier? Ich meine... Aha, ich verstehe. Du hast dir Sorgen um mich gemacht. Das tut mir leid. Akino, das war fantastisch. Agumon und Gabumon sind so stark geworden. Ja, so hast du Gameato gebeten? Ja, das habe ich, um ehrlich zu sein. Tut mir leid, wenn das übertrieben war, aber ich war besorgt. Außerdem musst du mich nicht Yasu nennen. Yas reicht auch. Yasu, Yas. Das kommt im... Ich hab verstanden. Danke, Yasu. Ach, nein. Nicht. egal. Ab jetzt geben wir als Mitglieder der Rebels alle unser Bestes, ja? Wie? Was? Was ist los? Juhu. Alles klar? Hatte man noch diesen Riss im Arm. Bis später. Dem Typen kam rote Flüssigkeit aus der Nase. Was war denn das? Das ist ein Zeichen für einen direkten Treffer meiner Pheromone auf sein Liebeszentrum im Gehirn. Du hast dich also auch weiterentwickelt, Nokia. Und das ist dein Spezialmove. Super! Mädchen sind wie Digimon. Wir entwickeln uns immer weiter. Aber egal. Agumon und Gabumon, ihr habt euch wirklich in wirklich beeindruckende Digimon verwandelt. Das haben wir alles dir zu verdanken. Wir Digimon können nur wirklich stark werden, wenn wir uns gut mit unserem Meister verstehen. Ich werde so stark wie möglich werden, damit ich dich beschützen kann. War Greymon, Metallgaruromon, ich danke euch. Ihr seid die besten Digimon, die man sich wünschen kann. Also gut, machen wir uns bereit. Rebels, es ist an der Zeit, so richtig aufzudrehen. Warum nicke ich? Und wie war Nokia Shiramine? Ich kenne sie schon länger und sie ist anstrengend wie immer. Perfekt, dann können wir jetzt ja aufhören. Sie ist kein Mädchen, das leicht aufgibt. Ich habe keine Ahnung. Aber in dem Fall passt es ganz gut, dass sie ein seltsames Wording benutzen. Wenn man irgendwann mal am Ende angekommen ist und ihr die Fragmente der Geschichte noch zusammenkriegt, werdet ihr das verstehen. Es ist jedenfalls interessant, dass Agumon und Gabumon digitiert sind. Ich nehme an, dass dadurch die Rebels noch aktiver vorgehen werden. Der Rebel ist auch nicht schlecht. Jetzt wird die Aufmerksamkeit auf jene Taten von Nokia gerichtet, die bisher vielleicht unbemerkt geblieben sind. Vielleicht wird es ihr doch gelingen, die Meinungen anderer zu ändern. Welche Taten, die bisher unbemerkt geblieben sind, dass sie ihre ungetragene Unterwäsche verkauft? Was? Du weißt das nicht? Jede wichtige historische Figur, die die Welt verändert, weiß man in ihrer eigenen Zeit nicht zu schätzen. Jetzt hört ihr wieder irgendwelche Geschichten raus, oder? Ja. Es heißt, dass ein schmaler Grat das Genie vom Narren trennt. Vielleicht stimmt das ja. Dieser Fall war jedenfalls ein Erfolg. Danke, dass du dir so viel Mühe gegeben hast. Wie schön, dass sie nicht irgendwas über Galileo oder so erzählt. Sie hat keine Geschichte rausgeholt. Ich bin echt froh. Auf der Farm ist nicht gerade viel los. Irgendwie langweilig. Auf einer Farm kannst du mit allen spielen und trainieren. Versuch's mal.
Gamiato hat Zeit. Ja, hat er. Du sollst deine Quest abgeben. Ja, du hast recht, das muss ich tun. Bevor ich eine neue kriege, muss ich die alte abgeben. Ihr Kids und eure Digimon werden alle so schnell erwachsen, ohne dass ihr es merkt. Es ist schön, das mit anzusehen. Du bist seltsam. Wir müssen über Nokia sprechen und ihre Rebels. Kannst du nach Eden kommen? Ich verstehe, ich werde eine formelle Anfrage dazu an dein Büro schicken. Ich kann keine Freunde mehr haben oder sowas. Ich kann mich nicht verabreden. Das muss alles über das Büro laufen. Ja. Ich habe einige Bedenken wegen Nokia. Ich muss dich etwas fragen. Dafür kriege ich ein Speicherob. Das will ich noch machen. Ich will ein Speicherob. Hinter dem Schreibtisch kann man nicht lang gehen. Warum nicht? Sie besetzt den ganzen Weg. Zaxxon-Forum. Da hätte man noch selber drauf kommen können. Saxophon. Danke, dass du gekommen bist. Wie läuft es denn so für dich jetzt, Kyberdetektiv? Das ist wahr. Nicken. Ich verstehe. Wie läuft es? Ja. Ich verstehe. Und dann schweigen sie sich an. Sie sind vom selben Typ. Ach, tut mir leid. Das ist der Grund für die Anfrage. Was, damit du jemanden hast, den du anschweigen kannst? Da sind noch andere Leute. Okay, dann komme ich sofort zum Punkt. Ich möchte, dass du Nokias Aktivitäten mit den Rebels beendest. Er erinnert mich ein bisschen an Armin. Er ist süßer als Armin. Hast du mich verstanden? Ihre Existenz wurmt mich. Ich will alle Hacker wieder vereinen, als ihr Anführer und die Ordnung in Eden wiederherstellen. Ich habe die Kommata. Aber es wäre besser zu kooperieren. Es überrascht mich nicht, dass du das sagst. Diese Welt, dieses Eden, gefällt es dir? Verstehe. Ich liebe Eden. Wie wäre es mit einem kleinen Spaziergang? Kannst du dich einfach... Das ist mir... Ich will mich mehr mit Eden verbunden fühlen. Also gehen wir zum Gemeinschaftsbereich von Eden. Jetzt machen sie eine Erkundungstour. Ja, jetzt zeigt er mir all die Sachen, die ich schon kenne. So, wie wäre es, wenn wir uns auf der Bank unterhalten? Außerdem sind wir im Kyberspatze. Das ist kein Spaziergang. Das ist ein Cyberspaziergang. Ein Kyberspaziergang. Nimm mir diese Bank hier. Die mit dem Ausrufezeichen. Die hat eine Quest für mich. Und dann setzen sie sich nicht hin. Wie ich mir gedacht hatte, es ist tatsächlich ein guter Ort. Ja, nach 40 Stunden oder sowas sind wir im Tutorial angekommen. Raus aus der Opening Cutscene. Genau. Das ist schon Kapitel 8 oder so. Weißt du, warum Eden erschaffen wurde? Eden wurde erschaffen, um den Geist zu befreien. Diese Welt ist die Verwirklichung des Traums, das sich von den Fesseln des irdischen Körpers zu befreien. Wir haben gestern vergessen, Betttücher mitzubringen. Ja, aber wir haben ja noch eins. Und nur noch ein paar mehr. Eden ist ein einzigartiger Ort, wo die Leute von den Zwängen des Alltags befreit sind, wo sie sich ausdrücken können, wie sie wollen. Er lächelt noch. Du kannst ihn nicht schockieren. Verdammt. Vielleicht ist sie auch eingeschlafen. Die Entwickler von Eden haben sich die Finger wund gearbeitet, um eine solch ideale Welt zu erschaffen. Die Entwickler haben ihren Enthusiasmus
auf die Nutzer übertragen und Eden ist zur Zuflucht für die Rechtschaffenden geworden. Ich hatte erst Rechtschreibung gelesen, die herkam. Für die auch. Aber was ist jetzt aus Eden geworden? Hacker treiben ihr Unwesen und unterdrücken die Schwachen mit ihren bösen Absichten. Überall hört man davon. Die Welt ist in Aufruhr. Eden, wie es jetzt ist, ist nicht so, wie es sein sollte. Ganz und gar nicht. Ich verstehe sie, die Entwickler, die ihr Leben dafür geopfert haben, um das große Ideal zu verwirklichen, das Eden repräsentiert. Das ist nicht ein bisschen überdramatisch, Hugo? Wie viele sind bei der Entwicklung gestorben? Und wie viele von denen freiwillig? Ja. Aus diesem Grund möchte ich Eden schützen. Nein, es ist sogar meine Pflicht, das zu tun. Ist auch schön, wie betroffen Gameato dasteht. So. Oh, diese tapferen Menschen. Er hört gar nicht zu. Vielleicht denkt er auch gerade, Mist, ich habe noch das Käsesandwich im Kühlschrank. Ach, kann ich auch nicht mehr essen. Ich werde ihr Vermächtnis schützen. Du hast schon recht, wenn man die Texte aufmerksam liest, fallen einem sehr viele sehr dumme Sachen auf. Nokia ist ein liebes Mädchen. Nein, sie liebt Eden und Digimon aufrichtig vom ganzen Herzen. Und ja, freiwillig gestorben. Die haben sich freiwillig überarbeitet, bis sie tot umgefallen sind. Oder so. Ich weiß nicht, wie sonst jemand beim Entwickeln von einem Computerprogramm sterben sollte. Vielleicht hat Mauskabel erhängt. Ja, vielleicht haben die auch alle in die Steckdose gegriffen. Die Hacker, also eigentlich die Digimon-Zähmer, die ihr folgen, sind genau wie sie. Das bezweifle ich. Ja. Deshalb will ich nicht, dass sie in diese Sache mit hineingezogen werden. Ich und diese selbstsüchtigen Hacker sind die einzigen, die Gefahren ausgesetzt werden sollten. Alles in Ordnung, Hugo. Nur du kannst sie aufhalten. Bitte, du musst sie überzeugen. Nun ja, lass mich darüber nachdenken, na gut. Ich hatte nichts anderes von dir erwartet. Warum hast du mich denn gefragt? Du verstehst mich, kannst Nokia aber nicht im Stich lassen. Ist es das? Du bist wirklich nett. Das warst du schon immer, sogar damals. Damals hast du dich in die Zentrale von Kamishiro geschlichen. Schon damals hast du dir um alle anderen Sorgen gemacht. Gameato, nicht wahr? Ich habe versucht, Nokia zu kontaktieren, aber sie war gerade dabei, jemanden zu rekrutieren. Also konnte ich nicht mit ihr sprechen. Sie meinte, dass ich dich kontaktieren soll, falls ich jemals in der Patsche sitzen sollte. Ich stecke hier etwas in der Klemme. Ich bin in Kowloon. Bitte komm und hilf mir. Was? Nein, stopp! Ah! Es scheint ein Notfall zu sein. Wirst du ihm nicht helfen? Ja. Damals. Ich komme mit. Danke. Kann man das Ding sagen, genau mal wo in Kowloon? Hier. Die schöne Ebene 4. Nicht darüber nachdenken. Einfach hingehen. Naja, sie sind nicht so weit weg, wie es aussieht. Ja. Wenn die das sind, sind sie nicht weit weg. Nein, ich habe nicht mich ständig umentschieden oder so. Ah, aufhören, das tut weh. Stopp. Ah, er macht überhaupt nichts. Er guckt ihn an, ja. Design. Was?
Sag nicht sowas Egoistisches. Das ist völliger Schwachsinn. Hey, der hat auch ein Loch im Arm. Was? Nein! Lüg mich nicht an. Du hast mich einen Ex-Hacker genannt, oder etwa nicht? Nein, das war ich nicht. Ich habe nichts getan. Ich habe nichts über dich gesagt. Gamerto! Und ist das Hugo von den Zaxons? Bitte helft mir! Und dann gib mir ein Autogramm, ja? Ich wollte gerade Nokia helfen, indem ich diesen Ex-Hacker dazu bringe, bei uns mitzumachen, aber dann hat sich die Lage zugespitzt. Was? Gamerto, Hugo, Hilfe! Ein Ex-Hacker, was? Ah! Wir müssen wohl auch mit der Zeit mitgehen, schätze ich. Du verteidigst diesen Wurm? Er hat sich über uns Hacker lustig gemacht. Na und? Wenn dich die Worte dieses Wurms verletzt haben, braucht es ja nicht viel, um dich zu treffen, was? Was? Wovon redest du? Machst du dich jetzt auch über mich lustig? So einen armseligen Möchtegern wie dich könnte ich im Handumdrehen zerlegen. Los geht's. Was machst du mit den Händen, Hugo? Das sieht nicht beeindruckend aus. Er möchte Karate-Moves machen. Hätte sich noch ein paar Bruce Lee-Filme mehr angucken sollen vorher. Ist mir egal, ob andere dich eine lobende Legende nennen. Eine lobende Legende. Alles schlecht. Lebende Legende. Das meinte ich. Es ist spät. Tut mir leid. Das ist doch alles bloß leeres Geschwätz. Ich sollte nicht alles auf einmal lesen. Gamerto, auf geht's. Zeigt, was ihr könnt. Ich möchte nur noch diese Mission machen für das Speicher-Up und dann können wir gucken, ob irgendwas digitieren kann. Ja, bitte. Ich mag nicht mehr. Aber eigentlich finde ich eine lobende Legende auch toll. Ja, eine lobende Legende ist ganz witzig. Das hatte auch noch keiner. Ihr könnt mich nur keine Vorwürfe machen. Oh, ich glaube, Gran Kuvamon ist sehr robust. Gen Kanon. Oh Mann, ich habe Mienchen enttäuscht. Oh, hast du sie nicht baden lassen? Nein, ich hatte sie versprochen. Oh. Du kannst doch schnell hingehen und das hier aufmachen. Wir sind ja eh im Kampf. Kaminchen vielleicht doch noch ein bisschen baden. Jetzt ist eh schön, aber jetzt seid ihr wach, hä? Vielleicht ist er auch nicht so robust, wie ich dachte. Musst du die richtige Attacke nehmen. Sie können es noch nicht fassen. Der Mensch hat irgendwas gemacht. Das Männchen vielleicht doch noch nicht. Jetzt aber. Mienchen muss immer zuerst in die Box gehen, dann darf Raja rein. So mächtig ist Hugo von den Zaxons, also ich kann mich nicht einmal annähernd. Ich kann nicht einmal annähernd das Wasser reichen. Ich will ja nichts sagen, aber ich habe mehr Action da reingesteckt als Hugo. Du bist nur sein Schatten. Du hast die Fähigkeit, dich zu ändern, dich zu verbessern. Wenn du willst, kannst du den Zaxon-Forum einen Besuch abstatten
Unsere Tür steht allen offen. Da geht da auch noch was zu sagen. Von Hugo von den Saxons hatte ich nichts anderes erwartet. Dämonische Stärke und die Fähigkeit, schnell neue Mitglieder zu rekrutieren. Du weißt doch gar nicht, ob er kommt oder nicht. Mit Nokia wäre es besser gewesen. Verrate mir, warum hast du dich ihren Rebels angeschlossen? Was? Warum? Nun ja, ich würde sagen, weil Nokia ehrlich ist. Ich mag Eden. Um ehrlich zu sein, ist es noch untertrieben. Ich bin völlig verrückt nach Eden. Ich hasse, was aus Eden geworden ist. Deshalb wollte ich etwas dagegen unternehmen, aber ich wusste nicht was. Ich war ziellos. Nokia schützt Eden und die Digimon auf ihre eigene Weise, ehrlich und gerade heraus. Als ich das sah, fühlte ich mich wie ein Idiot. Ich dachte, ich muss etwas tun. Irgendwas. Also beschloss ich, Nokia bei ihrem einfachen, ehrlichen Unterfangen zu helfen. Huch, wenn man vom Teufel spricht. Nokia ruft mich gerade an. Ich muss rangehen. Wir scheinen sie nicht aufhalten zu können. Naja, sie hat ihm lauter Versprechungen gemacht und dann gesagt, sie weiß nicht, was davon eintritt, weil das bei jedem was anderes ist. Also Gamiato, ich muss dich um einen Gefallen bitten. Ich schicke mal einen Auftrag an dein Büro. kannst du sie bitte schützen? Nokia meine ich. Nokia hat ein Veregarurumon und ein Wargreymon. Ich glaube, das muss ich nicht. Du und ich, wir sind uns ähnlich. Wir bemühen uns beide vergeblich um etwas. Woher willst du wissen, ob es vergeblich ist, Hugo? Aber halt dich besser bereit. Bitte. Das Bitte ist unwichtig. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, werden wir Feinde sein. Er hat dich gebeten, sie zu schützen? Metallgarurumon, ja, und Wargreymon. Zuerst ging es bei dem Fall darum, bloß ihre Aktivitäten zu behindern, oder? Der Junge ist verwirrt. Ja. Deine Geschichte nach zu urteilen, sind seine Gefühle für Eden und sein Pflichtgefühl nur typisches Teenie-Verhalten. Teenie. Na, das ist ja gut. Das ist auch Ritter vom Nie. Nie? Die meisten Leute werden von Worten allein nicht motiviert. Die möglichen Zukunftsaussichten sollten dich antreiben. Na, jedenfalls hat er unser Honorar bezahlt. Ehrlich und wie es sich gehört. Okay. Er mag etwas verwirrt sein, aber er wurde gut erzogen. Wahrscheinlich liegt es sogar an seiner guten Erziehung, dass er jetzt verwirrt ist. Wen interessiert das? Ja, und warum bist du so gemein zu ihm? Er kann sich vielleicht nicht so gut ausdrücken. Hör zu. Welcher untoten Digimon-König ist aus einem Computervirus entstanden? Peldramon, Myotismon, Datamon. Wer mag das wohl sein? Das ist sehr, sehr schwierig. Ja. Nie. Untoten Digimon-König. Ein Speicher-Up. Du bist geradezu ein Magnet für die verschiedensten Leute. Du hast keine Ahnung, wie selten das für einen Detektiv ist. Die meisten Detektive sitzen auch nur in der Gegend rum und warten, bis die Leute deprimiert zu ihnen kommen. Ja. Dein Freund verbreitet wohl wieder schlechte Laune im K-Café. Das ist ein schwieriges Alter. Du solltest aufhören zu essen und vielleicht ein bisschen Wasser trinken und vielleicht wird es dann besser. Lexert ist ein anderer Detektiv. Ich dachte, du wolltest digitieren. Ja, aber ich dachte, ich mache den Auftrag so weit, bis er sagt, ich schicke den ans Büro. Ah, okay, ja, dann weiß man, wo man ist. Ja. Ja. Was soll ich nur tun?
Ach, Gamerto, wie lange bist du schon hier? Anscheinend bist du durch all die Berufserfahrung als Detektiv richtig gut im Anschleichen geworden. Dann wird es bald besser. Schicken, nicht das andere Wort. Nein, das kann es nicht sein. Worüber ich mir Sorgen mache. Mist, wie hast du das gemerkt? Du bist einfach zu gut als Detektiv. Ja, ich bin ein so guter Detektiv. Vielleicht sollte ich dich sowieso um Rat fragen. Allein werde ich es wohl nicht lösen können. Hat er das jetzt schon geschickt, Ich ohne nehme zu es sagen, dass er es an, schickt? weil wenn ich ihn anspreche, passiert nichts. Ich benutze mal gegen meine persönliche Abneigung den Fahrstuhl. Ja, meine Abneigung ist so stark, selbst in Spielen benutze ich ungern den Fahrstuhl. Besonders wenn er lustige Fahrstuhlrätsel hat. Besonders wenn der lustige Fahrstuhlrätsel hat. Die ich immer noch nicht verstehe, was das sollte. Wenn du mal Geld brauchst, kannst du die alle abgeben. Ja. Aber das Faszinierende ist, dass man in den Spielen echt selten Geld ausgeben muss. Ja, man kriegt eigentlich ausreichend. Wo ist meine... Wo ist mein Speicher? Ob. Den hast du doch schon eingesetzt. Hatte ich ihn schon eingesetzt? Ja. Bevor du ins Café gegangen bist, hast du den eingesetzt. Hab ich das? Ich kann mich nicht daran erinnern. Guck mal auf der Farbe in deinen Gruppenspeicher. Doch da, siehst du, 85. Ja, das sieht so aus, als hätte ich einen Speicherob eingesetzt. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das getan habe. Ihr Egal, habt das doch auch gesehen, oder? wie sehr ich es versuche. Satamon und Weismon. Wir hatten dich auf Weismon, ne? Und konnten dann noch nicht weiter digitieren. Ja, Dann. also weiß man, hattest du zumindest schon mal. Ja, dann würde ich das wieder machen. Sparkes passt nie auf. Ich kann mich keiner Faszinierend. daran erinnern. Soll ich zurückspulen? Haben wir das in einer anderen Zeitlinie gemacht? OKB. Ja, es war eine andere Zeitlinie, aber es ist ja trotzdem nicht mehr da. Also hast du es schon eingesetzt. Also die Fähigkeit reicht schon mal für einen, aber noch nicht für die beiden. Man müsste noch ein bisschen hin und her gehen für einen von den beiden. Das ist die Frage. Ich mag den Knödel in der Mitte. Das Viech ist auch cool, aber es ist riesig. Ja, So ich nicht hinter liebe dir das. herlaufen haben. Du siehst nichts mehr. Ich liebe das Vieh. Na, Minchen, bist du jetzt glücklich? Du siehst nicht mehr so struffig Wir können aus. noch, wir können ja noch mal hin und her digitieren. Weismon hat mich jetzt eh nicht so überzeugt. Was sehr dumm ist, weil das Viech ist cool. Mein Weißmann war eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht, was du falsch machst. Lucy muss noch ein bisschen hochleveln. Ja.
Also was man kann digitieren, es könnte sein, dass wir die 95 Verteidigung noch hinkriegen. Dann hätte man mehr Auswahl. Pac-Man braucht noch einen Punkt in Intelligenz. Dann haben wir auch die volle Auswahl. Auch wenn ich für das Oberste bin. Ja, ich. Und ich würde das Oberste dann noch mit ins Team nehmen. Ich bin für eins. Definitiv. Was sagt ihr? Weil eins ist tatsächlich ein verdammt gutes Digimon, um das im Team zu haben. Das wäre eins, also die Reihe, die das aufmacht. Na gut, klingt nicht so überzeugend. Gerne fürs Endgame hätte. Ich wusste nicht, dass man über das Viech da hinkommt. Antilamon. Ich mag das Vieh so gern. Ja, ich auch. Wir müssen jetzt einen aus dem Team schmeißen dafür. Typmäßig würde ich Ex-Wemon nehmen. Sie haben beide kein Element und... Naja, oder der Rugamon oder Glockmon. Glockmon, wie Krok. Krokmon. Aber Glockmon möchte ich gerne im Team behalten. Würde auch nichts bringen, weil dann wäre ich trotzdem über Gruppenspeicher. Das muss entweder Drugamon oder Ex-Wemon sein. Tendenziell würde ich eher Ex-Wemon rausschmeißen. Ja, weil Drugamon besser ist. Dann wäre da schon mal das Erste, was ich fürs Endgame haben wollte mit dem Team. Gekkomon kriegt die 75 Verteidigung auch zusammen, denke ich. Könnte gehen, ja. Okay, Seadrummon hat ein bisschen Auswahl. 1, 2 oder 3. Ich mag 3. Ich mag 2 und 3. Ich glaube, dann ist die Mehrheit bei 3. Ja, das ist wahr. Dann kommt der nämlich auch auf das Viech, was ich noch brauche. Die Frage, ob wir dann nicht auch Panyamon gegen Warmon austauschen, dass wir den auch schon im Team haben. Weil Warmon macht sich auch gut als Healer schon. Musst du wissen. Muss es mal ausprobieren, wie es sich spielt. Man kann vielleicht dann auch Warmon und Anthylamon Spitznamen geben, dass man weiß. Um, 60 SP, 75 Intelligenz. Ja, das kriegt er hin. Oh! Ich weiß,
SP 70, Verteidigung 110. Das kriegst du auch hin. Also die Verteidigung auf jeden Fall. SP ist tricky. Die steigen nicht üblicherweise mit jedem Level. Aus welchem Grund auch immer. Hm. Auch wenn ich ja meinen Favoriten schon habe. Auch wenn es definitiv nicht mehr so imba ist wie in den älteren Spielen. Okay. Das war's dann tatsächlich. Mehr können wir dann noch nicht digitieren. Ich kann auch Digitalmama nehmen. Korrekto. Du bist auch nur für das Digitalmammon, damit das Nanimon wegkommt, oder? Wir sind alle für das Digitalmammon, damit das Nanimon wegkommt. Und das kann auch zu so einem Viech werden, was zu groß ist für den Bildschirm. Weil ich hatte Digitalmammon in meinem ersten Team und ich habe es zu... Ich habe keine Ahnung mehr, wie das Viech heißt, entwickelt. Was ist das da unten? Hm. Das füllt den gesamten Bildschirm aus. Du siehst mit Venomyotismon schon nur noch sehr wenig, aber mit dem Vieh siehst du gar nichts mehr. Oh, Minervamon hatte ich auch eine ganze Zeit lang im Team. Wir können natürlich auch wieder zurückdigitieren, weil wir haben noch nicht genug Fähigkeiten. Oh nein. Wir können aber zu Ogrimmon oder Vegimon zurückdigitieren. Nimm Vegimon, Ogrimmon hast du auch noch. Ja, Ogrimmon ist cooler als Vegimon. Dann Vegimon. 1 oder 3? Vegimon mag ich nicht, ich bin für 1. Ich hatte nur, weil Vegimon, ich hatte Ogrimmon nicht gesehen, dass er auch grau ist. Dann bin ich eigentlich auch eher für Ogrimmon, weil Vegimon mag keiner. Naja, jeder mag Vegimon noch lieber als Nanimon. Das ist wahr. Aber Vegimon sind immer so fiese Asker, ja. Ich weiß nicht warum. Irgendwas haben die Macher von Digimon gegen Gemüse. Ah, Ogrimmon. Okay, ich kann gerade mal ein... Wademon braucht auch noch ein bisschen Fähigkeiten. Der müsste auch noch einmal zurückdigitieren. Hm. Goldnumemon oder Sukamon will. Goldnumemon war ja vorher. Ich meine, Sukamon hast du noch nicht. Und Sukamon habe ich noch nicht. Sollen wir dann Sukamon nehmen? Meinetwegen schon. Nur Scheiße wird zu Wademon. Mhm. Oh, Monster Emon muss noch sehr viel hin und her digitieren. Gehen wir wieder Frigimon runter? Ja. Das ist so geil, dass Numemon zu Monsteremon werden kann, dass sie das beibehalten haben. Das fand ich in Digimon World so cool. Ja, in Digimon World ist es fies, dass du zwar ein Monsteremon hast, aber mit den Werten von... Mhm. Aber egal, du hast ja einen Monsteremon. Oh, du brauchst sehr viel Fähigkeit. Zyklonmon war das, ne? Keine Ahnung. Nehmen wir Zyklonmon, weil Dorugamon liegt schon einmal da. Hm. Ich meine, auch runterdigitieren ist ja wichtig. Panyamon müsste auch runter digitieren. Er war Leomon. Aber machen wir ihn zu Meramon stattdessen?
können Meramon ausprobieren. Weil dann haben wir Meramon auch eingetragen. Hm. Das ist jetzt so der anstrengende Teil. Ja, Fähigkeit hochbringen ist so dumm. Man hat dann so viele Level 1 Digimon wieder. Das ist der Grund, warum ich das eigentlich vornehmlich am Ende mache. Ja, aber wenn man das jetzt eh dabei hat. Oh, wir könnten Gekkomon zu dem da machen. Ja, zu Shogun Gekkomon machen. Machen wir. Weil das haben wir noch nicht. Das haben wir noch. Fragezeichen. Fragezeichen hat die oberste Priorität. Das ist dann wahr. Dann kommt ausgegraut. Oh Gott. Ja. Und eigentlich müsste man das gleich wieder runter digitieren, weil es nicht genug Fähigkeit hat. Dann mach Shell Numemon draus. Was ich übrigens auch voll cool finde. Das ist so niedlich. Ja. Mann, es ist immer noch ein Numemon. Aber es ist so niedlich. Wow, wenn es Fähigkeit hat, kann es doch zu was anderem werden als zu Platin. Hm. Man könnte das zurückdigitieren lassen zu Gold-Numemon oder Numemon-Numemon. Numemon-Numemon. Du musst es nicht unbedingt machen. Eigentlich reicht es, wenn du das mit den Viechern von deinem Team hast. Ja. Und bei denen geht das Level-Gain ja auch schneller. Und das ist eigentlich gar nicht so aufwendig, wenn man verstanden hat, wie es funktioniert. Ja. Und das Schlimmste ist, dass wir uns auf Lucemon festgefahren haben. Und Lucemon... Ja, Lucemon muss widerlich hoch sein. Ist halt nicht so schön einfach wie bei Pokémon. Die Pokémon sind ein bisschen komplexer. Du brauchst auch Fähigkeit. Du brauchst nicht für alles Fähigkeit. Aber du brauchst da schon Fähigkeit. Egal. Oh, da kann man dann noch Etemon draus machen, weil wir das noch nicht hatten. Hm. Okay, dann kann man überlegen. Aber eigentlich war bei Lucy ja der Gedanke, das einmal auf Ultra hochzuholen. Und dann wieder runter zu digitieren. Macht man das auch am besten so. Weil dann bekommt es mehr Fähigkeit. Okay, dann denke ich. War es das hier? Jetzt ist die Frage, wie macht man weiter? Dadurch. Dass man jetzt das so schief hat. Soll ich dann trotzdem erst das Kapitel beim nächsten Mal fertig machen? Ja. Dass man wieder an einem Kapitelanfang startet? Okay. Denke ich nicht verkehrt. Ja, oder? Weil das wird sonst, glaube ich, sehr verwirrend auf Dauer. Keine Ahnung, was das war. Jetzt ist es schief. Okay, dann machen wir nächste Woche an der Stelle weiter. Und jetzt. Dann. Gute Nacht. Gute Nacht. Und bis Darren.